Okay. Das Beste an der Quote ist ja, dass sie verspricht, dass endlich auf Qualifikation, Kompetenz, Können, Erfahrung geguckt werden muss und nicht nur auf Geschlecht. Oder anders gesagt, dass es Organisationen, Unternehmen, Behörden, Ämter, Einrichtungen, Vereine, uns alle, die da arbeiten, dazu nötigt, wirklich auf das Können der Leute zu schauen und nicht vorher schon qua Geschlecht zu wissen, das ist nicht die Kollegin, sondern eine potenzielle Mutter. Oder das ist nicht der interessante Ausländer, sondern ein kompetenter Mitarbeiter. Das Schlimme an der Quote ist, dass sie diese Kategorien festschreibt und sie nochmal betont. Also all die Kategorien, Zugehörigkeiten, Gruppen, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Insofern, die Quote ist paradox. Sie ist eine paradoxe Intervention. Sie betont Differenzen, um diese hinter sich zu lassen. Und aus der Nummer kommt niemand raus. Insofern lieber ein Quotenjob als gar kein Job.